Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum ersten Xur in Taken King. Er steht links im Turm gegenüber vom Sprecher. Und wir haben 350 seltsame Münzen dabei und wehe, der gute Mensch hat nichts für uns, was wir brauchen. Oh nein, oh nein, er hat genau das eine Teil für den Titan, was ich schon habe. Jetzt hat es halt jeder und ich kann es halt nicht kaufen. Okay, also, wir fangen an. Oh, aber mit Stärke hat er es. Ihr ist mit Disziplin und Stärke. Was geht? Das kann anscheinend jetzt durchrotieren. Und nur auf 280 Verteidigung. Das heißt, dieselben Werte wie die Sachen unten im Turm. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Items, die droppen, haben einen höheren Verteidigungswert als die Items, die ihr kaufen könnt. Das gilt sowohl für die Blueprints als auch für Xur. Ihr seht hier, meiner hat 290. Den habe ich nicht einmal abgegradet. Der ist so aus einem legendären Engramm gedroppt. Und unverwendbare Schildfeste, eine zusätzliche Nahkampfaufladung. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile ziemlich, ziemlich gut mit dem Solarhammer Titan einen zusätzlichen Nahkampfangriff zu haben, weil er ja auf Gesundheit wiederherstellen gehen könnt. Und zwar hier hinten. Wenn Feinde durch dein Feuer fallen, wird dadurch deine Gesundheit regeneriert. Und das gilt für alles. Für alle Fähigkeiten, die Feuer sind. Das heißt, Granaten, super, aber auch Nahkampf. Und das würde ich auf jeden Fall geskillt lassen, wenn ich diesen Helm benutzen möchte. Kaufen müsst ihr ihn wahrscheinlich, wenn ihr noch kein exotisches Rüstungsteil habt, dann solltet ihr ihn definitiv kaufen. Ansonsten würde ich ihn auch kaufen, einfach weil 13 Münzen ehrlich gesagt nichts mehr sind. Und schlecht ist der Helm auch nicht, gerade im PvE. PvP bringt ja nicht ganz so viel, da ist der Nahkampf vom Titan einfach nicht stark genug, dass das was ausmachen würde. Hier haben wir für den Jäger AMKs Rückgrat. Lichtsensor Minengranaten halten länger, erhalte eine zusätzliche Lichtsensor Minengranatenladung. Das ist neu, die sind auch im Jahr 2 übernommen und das ist eine neue Fähigkeit, die sie haben. Und schnelleres Nachladen mit Handfeuerwaffen und erhöhte Granatenwurfweite. Ich muss sagen, das ist mit das beste PvP-Item für den Jäger, wenn das zwei Lichtsensor-Minengranaten bietet. Weil wenn ich die Blitzgranate vom Titan doppelt an einen Spot auf Kontrolle zum Beispiel werfe, kann ich vier Gegner killen. Die Lichtsensor-Minengranate macht allerdings sehr viel mehr Schaden mit einem Schlag. Das heißt, wenn ich die doppelt irgendwo hinwerfe, sind wahrscheinlich alle Gegner tot, selbst wenn sie im Super sind. Das ist richtig, richtig krass und das kaufe ich mir auf jeden Fall für meinen Jäger. Ich habe da auch noch nicht gespielt, ich habe da noch kein neues exotisches Item. Also das solltet ihr in jedem Fall kaufen. Egal, ob ihr es habt schon, das alte, auf jeden Fall das neue kaufen, weil es halt diese neue Fähigkeit hat. Und das für PvP mit Sicherheit eines der stärksten Items ist, was es derzeit in Destiny gibt. Und das wird im nächsten Trials of Osiris, wird das mit das meist benutzte sein, weil es Xur jetzt verkauft hat. Definitiv einen Kauf wert. Doppelt Lichtsensor-Minengranate ist sehr stark. Und wenn die auch noch länger halten, wenn man die doppelt positioniert, das ist richtig, richtig krass. Und hier haben wir ein neues Item für den Warlock. Die unmöglichen Maschinen. Habe ich vorher noch nie gesehen. Stärke 63, das ist Schrott. Allerdings gewährt es Landfall, was wohl für den neuen Arcus Warlock eine Fähigkeit ist, die ich euch jetzt leider nicht sagen kann, weil ich sie nicht kenne und nicht weiß. Auf jeden Fall habt ihr einen zusätzlichen Perk mit diesen Handschuhen. Erhöhtes Nahkampfangriffstempo habt ihr und schnelleres Nachladen mit Impulsgewehren. Klingt auf jeden Fall gut, wenn Landfall halt gut ist. Da kommt es ganz stark drauf an. Ich würde es auf jeden Fall trotzdem kaufen, weil es halt ein neues exotisches Item ist und ich sammle sowieso alles. Von daher kauft man das natürlich. Und dann haben wir Helm-Engramme exotische. So, und daraus könnt ihr jetzt alles Mögliche ziehen, was hoffentlich immer auf 280 Verteidigung ist. Allerdings war das bei Haus der Wölfe auch nicht immer so. Hundertprozentig, man hat doch mal alte Items gefunden. Auf jeden Fall bekommt ihr aus diesen exotischen Gramm sehr, sehr, sehr wahrscheinlich Rüstungsteile, die 290 Verteidigung haben und nicht nur 280. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe aus dem legendären Engramm eins mit 290 bekommen. Dann gehe ich davon aus, dass es bei den exotischen auch so ist. Und die kosten seltsame Münzen, Leute. Das ist ja geil. Die kosten keine Lichtpartikel mehr, die kosten seltsame Münzen. Das ist extrem gut für mich, weil ich habe extrem wenig Lichtpartikel, ich habe aber sehr viele seltsame Münzen. Und schwere Waffen-Engramme. Ja, Halleluja, da kann man Donnerlord rausziehen, neuen. Die neue Wahrheit kann man rausziehen. Man kann aber vielleicht auch noch andere Waffen rausziehen, die wir noch gar nicht kennen. Gjallarhorn leider nicht auf neuem Level, da gibt es nur den alten. Aber ein Donnerlord wäre halt schon Hammer. Auf 290 oder so. Also die kaufen wir auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir hier irgendwas verschrotten können. Jetzt machen wir erstmal Kaufsession, Leute. Ja, das ist doch alles Mumpitz. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Und ihr könnt wahrscheinlich auch mit diesen exotischen Engrammen. Könnt ihr eure Waffen upgraden, eure legendären? Also das kauft man de definitiv. Da kauft man mehrere. Ich habe jetzt einfach keinen Platz, leider. Helmengrame kaufen wir auch erstmal. Ich brauche den Helm des 14 Heiligen auf neuem Level. Da kaufen wir mal zwei. Mehr Platz habe ich gar nicht. Achso, wir sind mit Xur noch nicht fertig. Sorry, Leute. Der hat nämlich jetzt auch noch neues Zeug anzubieten.
Hier Plasmaantrieb, Smart-Spule sollte man auf keinen Fall kaufen im Moment. Schwere Munitionssynthese, nur wenn man es unbedingt braucht. Ich würde die seltsamen Münzen ehrlich gesagt eher in die Engramme stecken. Dann haben wir drei der Münzen. Genau, das ist ein stapelbarer Effekt, der deine Chancen erhöht, ein exotisches Gramm vom nächsten Ultra zu bekommen. Ultras sind die Endbosse in Strikes zum Beispiel, aber auch in Raids. Ein exotisches Engramm, kein legendäres. Man kriegt ein exotisches Engramm mit einer höheren Wahrscheinlichkeit vom nächsten Boss. Dieser Buff hält aber nur einmal und kostet 7 Münzen. Aber nee, Moment, man kriegt 5 davon. 3 der Münzen? 7? 5? Ich kauf's mal einmal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es gehörte Jetzt habe ich 3 der niemals Münzen. Jetzt dir. kann ich die benutzen, oder? Ja. Okay, ich kann es 5-mal machen. Für 7 Münzen habe ich 5-mal die Chance, eine erhöhte Chance beim nächsten Boss zu haben, ein exotisches Engramm zu finden. Das ist auf jeden Fall, das lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Je nachdem, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann halt ist, das muss man halt testen. Aber das lohnt sich definitiv, wenn man gerade einen Raid spielen will oder so, dann macht man es einfach mal an. Und droppt dann sehr wahrscheinlich bessere Sachen. Das werde ich im King's Fall Raid nachher werde ich das auf jeden Fall anmachen, dass ich eine Möglichkeit habe, da noch exotische neue Items zu droppen vielleicht. Und ihr könnt immer noch Lichtpartikel und seltsame Münzen tauschen, also seltsame Münzen in Lichtpartikel 2 zu 1. Würde ich jetzt auf keinen Fall mehr machen, weil alles seltsame Münzen kostet, was hier oben ist. Und da unten auch. Also Lichtpartikel braucht ihr im Moment gar nicht mehr. Dein Das Wille finde ich auch sehr ist gut. Und mein jetzt geben wir erstmal die Befehl. 3 Engramme ab. Ich bin hochgespannt, Leute. Höchst hoch, richtig heftig gespannt. Ich muss mir natürlich noch ein paar seltsame Münzen aufheben. Ich will ja mit dem Jäger und mit dem Warlock will ich mir auch noch irgendwas kaufen können. Und da mal so einen neuen Helm für den Jäger und für den Warlock wäre schon cool. Finde es auch sehr cool, dass er Helmengramme anbietet, weil das wahrscheinlich wieder im Raid ein Hackmack sein wird. Sich die dann zu besorgen. Ich tue erstmal die zwei Sachen rein, die ich gar nicht benutzen kann als Titan. So viel Zeit muss sein und dann geben wir mal das ab. Eben hat schon jemand Helm des 14. Heiligen gefunden. Das steht mittlerweile unten links in der Einblendung, wenn man es beim Gut, Kryptarchen dass du noch findet. an einem Stück bist. Und wir geben erstmal ein Helmengramm ab. Dieses ist Der Hirsch! Ich hab der unbeschreiblich. Hirsch! Für den Das Warlock. wird Und jetzt gucken wir, ob der hoffentlich 290 ist. bemerkt. Ja, der ist 290. Also auf jeden Fall die Engramme kaufen ist definitiv besser als die Items so zu kaufen, weil er sie auf einem höheren Verteidigungswert bekommt. Und 290 ist relativ schwer zu erreichen. Also 290 ist schon extrem gut. Ihr seht es bei mir oben am Lichtlevel. Ich bin gerade mal 285. Den habt ihr gestern schon oder vorgestern bei mir im Stream gesehen. Einmal pro Leben lädt die super schneller wieder auf und alle Teammitglieder sterben. Chance auf Wiedereinstieg mit Überschild. Fähigkeiten sind nicht so prickelnd. Aber der Helm sieht einfach verdammt geil aus. Ich kann ihn euch jetzt leider nicht in groß zeigen, aber das holen wir nach, wenn wir den Warlock mal benutzen. Bei Granatentreffer hast du Bonus-Superenergie, das ist geil. Schilde erholen sich sofort nach Aufheben meiner Sphäre. Das ist auch keine schlechte Fähigkeit. Also das ist schon mal sehr gut. Den Hirsch wollte ich unbedingt haben. Der sieht auch cool aus. Das ist sehr nice. Jetzt haben wir noch einen Helmengramm ab. Das mit Stolz. Ich habe noch einen neuen. Der Tychonaut für den Titan. Intellekt und Stärke. Raketenwerfer verfolgen Ziele. Das ist ja geil. Sichtbarer Radar, während du mit der schweren Waffe zielst. Richtig cool. Durch Raketenwerfer-Kills gibt es mehr schwere Munition. Ist ja Hammer. Mehr Superenergie durch Nicht-Hüter-Kills. Schilde erholen sich sofort nach Aufheben meiner Sphäre. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn ich da Raketenwerfer im Guten habe. Zum Beispiel die Wahrheit. Du kriegst mehr schwere Munition, wenn du damit Kills machst. Du hast Zielverfolgung mit jedem Raketenwerfer. Also auch zum Beispiel. Ja, im PvP zum Beispiel hier, wie heißt er denn? Ah, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der von Osiris. Die Antwort von morgen. Da hast du Zielverfolgung noch mit und Hufeisen und 3 Raketen im Lauf. Das ist dann quasi die Wahrheit. Richtig gut. Nee, also das ist jetzt schon der Wahnsinn. Jetzt noch das schwere Waffenengramm. Bitte Donnerlord oder Wahrheit oder irgendwas. Irgendwas Gutes. Gutes bitte. Ich krieg halt einen Yellowhorn, oder? Es ist aber nicht dein fucking Ernst, dass ich jetzt einen fucking Yellowhorn auf 170 kriege. Also ihr seht, man kriegt nicht nur neues Zeug raus, man kriegt Mögen auch die alten nächste Scheiß Krise raus. weniger Also ich kriege halt wirklich einen Gellerhorn in Nachteile diesem Video, Leute. Ihr seid live dabei, ich kriege einen Gellerhorn. Ich habe mich noch nie so Hoffentlich nicht über einen hilft das Gellerhorn Ganze. gefreut. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. 160. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Destiny. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Herzlichen Glückwunsch, Kryptarch. Herzlichen Glückwunsch, ihr alle zusammen. Ihr könnt mich mal sowas von an den. Ihr wisst schon was. Das ist ja wohl nicht dein Mega-Ernst. Das kann ja nicht wahr sein. Wir upgraden unser Schwert. Ich muss hier Platz schaffen. Das ist ja unfassbar. 248. Das ist schon mal gut. Wir upgraden unser Schwert weiter. 265, 263, 265. Wir machen noch 263. Gucken, wie weit wir damit kommen. 260. Ja. Okay, haben wir das Schwert wesentlich mal auf 200. Selbst haben wir jetzt mal gesehen, wie Infundieren funktioniert.
Wir haben noch eine 286er Leere Schaden-Dings. Da kann man auch mal was dann upgraden mit. Das ist sehr gut, habe ich das doppelt. Ja, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einen fucking Gjallarhorn auf 160 kriege. Der bringt euch ja nichts mehr. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist Taken King und das, der Gjallarhorn ist nicht upgradebar und den gibt es auch nicht neu. Der bringt einem absolut gar nichts mehr. Also, das ist wirklich, wenn du die Waffe nimmst, kannst du nicht direkt wipen, weil einfach dein Lichtlevel so stark nach unten geht und jeder Raketenwerfer irgendwie schon 265 Angriffe hat, wenn nicht noch mehr. Und der einfach wesentlich mehr Schaden macht und dein Lichtlevel nicht so stark nach unten droppen lässt. Aber sorry, ich will noch ein Wahrheit oder Donnerlord. Eins von beiden will ich jetzt haben. Geht gar nicht. Ich brauch mehrere schwere Waffen. Wir kaufen jetzt noch drei. Ich bin jetzt hier auf Kaufrausch. Ich habe sowieso schon für jede Klasse habe ich jetzt ein exotisches Item, sogar schon mehrere. Also Rüstungsteil. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Waffen. Und schwere Waffen sind exotisch meist am sinnvollsten. Muss man einfach so sagen. Wenn man nicht gerade die Nekrokosmos auf neuem Level findet, die ja als ein bisschen Arkus-Schaden macht im Primärslot, dann sind einfach die exotischen Schweren die sinnvollsten einzusetzen, weil die einfach dann mal ordentlich die Gegner wegbratzen. Das Und hier gerade bei den ist wohl schwierigen kein Strikes ist das Todesgitter. nicht verkehrt. Außerdem kann man Synthesen dafür nehmen. Da lohnt sich's dann wenigstens. So, bitte jetzt, Wenn aber. das in der Hand Was ist, ist denn los, alles Mann? sicherer. Das ist nicht dein fucking Ernst! Das droppt mir halt 100% Gellhorn hier raus. Pass gut auf, was du Oh, deiner das ist die Hand gibst. alte. Der droppt halt echt original alte Waffen nur. Das ist ja, also jetzt mal ganz im Ernst. Das kann ja nicht sein. Du hast ein Rüstungsteil nur neues Zeug bekommen, jetzt krieg ich ja nur alten Das Scheiß. Ich krieg weißt noch du eine alte nicht. Wahrheit. Hätte mich wieder meinen Hä, Stolz das kann doch nicht verletzt. wahr sein, dass man nur altes Zeug da rauskriegt. Doch, das haben die aber, glaube ich, auch gesagt, dass es nur alten Scheiß gibt, um die Waffen zu sammeln. Ja, ich hätte gestern zuhören sollen. Leute, kaufst nicht die Waffen, dein Kram, da gibt es nur alten Scheiß. Das ist, um die Waffen zu sammeln, die man noch nicht hat, aus Jahr 1. Es gibt nur alten Scheiß aus den Waffen, dein Kram. Ach, ich bin so blöd, ey. Ja, das hätte ich natürlich. Es hat mir gestern noch einer erzählt, dass Bungie das getwittert hat. Leute, kauft nicht die Waffenengramme, kauft nicht die Waffenengramme, kauft nicht lieber die Rüstungsengramme, es bringt nichts. Güter, Ah, ich bin so weißt du, blöd, was wir ich bin heute so gefunden blöd. haben? Jetzt habe ich halt Münzen verschwendet ohne Ende. Ich habe eigentlich alle alten Waffen schon. Das war ja komplett für sonst was war das. Das war ja komplett für den Arsch gerade. Aber ich will den Hirsch noch in den Tresor. Wenigstens haben wir Rüstungsteile bekommen, noch und nöcher. Richtig nice. Ich hätte lieber Panzerhandschuhe gehabt, aber naja. Hätten mir jetzt mehr geholfen als Zeit. Ja, damit sind wir raus, Leute. Xur steht im Turm links. Kauft's nicht die Waffenengramme. Warnung, Warnung, Warnung. Nur Jahr-1-Items da drin. Ihr habt's gerade bei mir gesehen. Ich wusste es eigentlich. Mir hat's gestern noch einer erzählt in Party. Nur alte Waffen sind da drin. Wirklich. Das hat Bungie getwittert. Geht mal auf Twitter, Bungie bei Google eingeben. Dann kommt ihr da hin. Und da hat Deej, glaube ich, geschrieben, es gibt nur alte Sachen für die Sammler, die Jahr-1-Items noch nicht haben. Also kauft's den Schmarrn auf keinen Fall. Damit sind wir raus. Xur-Video, Xur ist da. Es gibt geile Helme, die könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Die geilen Items, die ja so verkauft sind, alle auf neuem Level. Aber wie gesagt, kauft euch erstmal die Engramme und dann guckt, ob ihr ein 290er Verteidigungs-Item kriegt, bevor ihr die Items dort kauft. By the way, du kannst infundieren mit dem Zeug, gell? Wenn ich jetzt hier drauf gehe und drücke auf infundieren, kann ich den exotischen Helm nehmen. Das geht aber nur. Das habe ich ausprobiert. Das geht nur bei 290 Verteidigungs-Items. Wenn ihr bei Xur jetzt einen Helm so kauft und wollt ihn infundieren, geht das nicht. Wenn ihr einen Blueprint einkauft und wollt ihn infundieren, geht es nicht. Es geht nur bei gedroppten Items, die auf 290 Verteidigung sind, was die exotischen angeht. Und halt mit den blauen, die höher sind als das jeweilige Verteidigungslevel. Also ich könnte jetzt den infundieren und dann den oder so. Also das bringt auf jeden Fall einiges, wenn ihr noch leveln wollt. Wenn ihr zum Beispiel einen legendären Helm habt auf 170 oder so oder 200 vom Taken King, der muss oben dieses Taken King Logo haben, was ihr hier seht, dann könnt ihr den mit ganz vielen exotischen Engrammen auf 190 hochbringen. Ja, also legendäre Marken und Engramme und dann infundiert ihr ein paar Mal und könnt den so hochbringen. Das ist auch noch ein sehr guter Tipp. Aber jetzt sind wir wirklich raus. Xur-Video. Schaut es euch auch an, wie ihr die Chaperone bekommt. Das Video geht auch just in diesem Moment online. Bis dahin, euer Lightning Soul. Und vergesst nicht, heute fetter King's Fall Raid Stream. Der geht heute Abend live und wir werden versuchen, da irgendwie weit zu kommen. Ich kann nichts versprechen. Wir sind ein random Team mal wieder und wir haben alle kein Lichtlevel 3 Millionen, aber es läuft. Also heute Abend Twitch TV slash Lightning Soul oder nochmal im Kanal vorbeischauen, da poste ich es auch nochmal. Bis dahin, Leute. Servus und ciao, ciao.